Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Vanilla. Natürlich auch wieder mit dem Bravi. Guten Tag. Guten Tag. So, hier machen wir noch ein paar Rosenbüsche. Mühsam geht das Haus voran, aber es geht schnell. Ja. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Hier mit den drei Blumen. Ja. Ja, klar. Das sollte. Klar, man könnte ja auch noch ein Gras oder so hinmachen. Ja, genau. Bäh. Hier bin ich die Treppe runtergefallen. Und hier beim Schlafzimmer sind wir jetzt. Hast du noch einen Blumentopf dabei? Ah, nee. gleich, ja. Sofort. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich ein Bett holen, wenn du Lust hast. Ja. Ein Bett stehen, man da auch gut drin schlafen. Betten stehen noch hier draußen. Ah ja, genau. Dann klaue ich mir einfach mal eins weg. Ja. Perfekt. So. Und dann ist auch schon das Schlafzimmer eingerichtet. Fehlt dann nur noch das Bad. Und dann war es das auch schon. Krass. So, du brauchst noch einen Blumentopf. So. Hattest du noch irgendwo diese dunklen Türen? Ich habe noch eine im Inventar. Wie viel brauchst du noch? Drei wahrscheinlich. Ja, okay, das passt ja wunderbar. So, Schwarzeichen, warte mal, Schwarzeichen müssen wir doch auch so haben, ne? Ja, da. Genau. So, ja, das war wieder einer zu viel, toll. Sechs Stück. Dann werden die hier noch schnell gecraftet. Ansonsten werde ich mal kurz nochmal in die Wollekiste schauen. Ja. Holzfalltüren habe ich jetzt auch noch ein paar. Sehr schön. Und sogar noch so ein Grasbüschel. Hast du noch ein bisschen Kaktusgrün? Kaktusgrün. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Puh, müsste ich jetzt wirklich schwer überlegen, wo. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wir können das anders machen. Hier könnten wir dann. Ja, machen wir es so. So, das war. Genau, wir müssen uns ja wie gesagt nicht exakt dran halten. Ungefähr passt auch. Ein Kaktusgrün habe ich noch einstecken. Ansonsten gucke ich mal, wo ich noch Kakteen finde. Weil ich habe. Nee, dann passt schon. Also wir machen das schon so nach Vorgabe. Fertig. Nee. Du hast dir jetzt schon so viel Mühe gegeben, da müssen wir dann auch nicht improvisieren. Ja. hier vorne sehe ich, fehlt noch eine Falltür. Oh. So. Oh, guck mal hier, da ist noch Eisen. So. Nochmal 2-6 Eisen da. Und eine Blume auch noch, mein Gott. Also ich hätte noch einen Rosenstrauch, eine zwei hohen. Nee, ich glaube mir hier mal kurz eine gelbe vom Feld. Ja. Weißt du was? Kommst du da hin? Dankeschön. Bitteschön. So. Alles klar. Die letzten Einrichtungen. Also ich habe die alles jetzt in die Kiste reingepackt. Hier in die kleine. In die kleine Kiste. Ah, sehr schön. Und Kaktusgrün. Da muss ich mich mal kurz schlägen. Und Kaktusgrün kommt demnächst. Okay. Hast du noch eine Blume im Inventar? Eine Einhohe? Ein Löwenzahn hätte ich noch. Ja, das wäre schön. Ich schmeiß ein Ei und was kommt raus? Ein Huhn. Ist doch schön. Alles klar, so. Gut. Die letzten Designelemente hier also verbauen. Das gefällt mir hier richtig gut. Das ist echt der Hammer. Freut mich. Also wenn du eins kannst, dann ist es auf jeden Fall bauen. Dankeschön. So, und jetzt kommt das Witzige im Haus. Man muss nämlich hier kommt das Bad hin, durch das Bad, um ins Schlafzimmer zu kommen. Ah, okay. Anderen Weg gab's nicht. Aber ich glaube, das wäre das erste Haus, was auch ein Bad hätte. Ja, muss sein, ne? Ja, ist okay. Hast du noch Stonebricks da? Ja. Sehr schön. Dann könntest du die hier gleich in die Wände auch einsetzen, wenn du Lust hast. Achso, okay, gut. Aber, oder, kann ich auch machen hier. Das sind nur die paar. Dann ist ja nicht mehr viel. Ja. So, und dann hier hast du noch ein bisschen, warte mal, ich kann noch ein bisschen von denen abgeben.
Können wir noch die letzten Wände einziehen? So, und jetzt das Bad. Hab ich da oben jetzt? Ja, ich glaube nicht, oder? Doch, habe ich. Wunderbar. Noch ein paar Zäune und noch ein bisschen Ablage. Dann, wir können ja schon mal da, wo du stehst, den Klodeckel anbringen, ohne dass das Klo da ist. Ah, okay, dann wirst du wahrscheinlich noch so einen Kessel benötigen, oder? Einen Trichter und einen Kessel. Okay. Dachte ich mir, könnte man benutzen. Und dann ein bisschen Quarz. Hast du Quarz da? Quarz sollte ich auch da haben, ja. Oh, das wäre wunderbar. Dann könnten wir so das Haus vollenden. Ansonsten hole ich mir dann noch ein bisschen Wolle her aus deiner Wollekiste. Da habe ich zum Beispiel einen Kessel, Trichter. Wo habe ich denn die ganzen Trichter hin? Ach, guck mal hier, da wären sogar 4 Haken gewesen. Ja, super. Ah ja, gut. Ja, dann kann auch einer dazu, jetzt sind es 5. Nee, okay. Ja, das ist immer das Schöne daran, man vergisst, wo man was hin hat. Und dann, irgendwann sieht man es dann wieder. Oh, guck mal hier. Da ist ja das und das. So, Kaktusgrün hätten wir jetzt auch wieder. Wunderbar. Wenn es noch eins mehr wäre, wäre nicht schlecht. Wie, eins mehr? Eins mehr als was? Ein Kaktusgrün. Also ich habe hier noch 23. Ja gut, ein Kaktusgrün würde schon reichen. Boah. Das sieht wirklich phänomenal aus, das Haus. Echter Hammer. Also ich finde, es passt auch irgendwie jetzt dahin. Besonders wenn ich mir jetzt da drüben anschaue, wo du auch so ein dunkles Haus gebaut hast, das mit dem Dach oder diese Kuhfarm da drüben. Ja, wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Geh gerade zur Tür rein. Ach so, okay. So, einmal Kaktusgrün, Trichter und Kessel. Gib dir mir gleich den ganzen Stack. So. Alles klar, so, jetzt das Schlafzimmer noch vollenden. Perfekt. Und jetzt noch die letzten Feinschliffe setzen, so hier Toilette. fehlt nur noch die Dusche. kommt nichts. Ja, ich kann nicht, wenn jemand guckt. Fehlt nur noch die Dusche. Ja. Hier. Wie gesagt, da vielleicht ein bisschen Quarz oder wir lösen das an. Achso, ja, genau, Quarz. Habe ich schon wieder vergessen. Ich habe da noch eine Idee, dass man da so eventuell noch so einen Wasserfluss machen könnte. Ja, klar. So, Quarz. Nimm mal einen Wassereimer mit. Mhm. Bin schon dabei, ich muss bloß wieder den langen Weg nehmen. Weil das Quarz, glaube ich, unten ist. Und noch ein Blumentopf. Brauchst du Quarzstufen oder Quarzblöcke? Man kann aus den Blöcke Stufen machen, also nimm mal ein paar Blöcke mit. Okay, einen Block hätte ich da jetzt schon mal. Warte mal, kann ich nicht, oder? Kann ich aus denen wieder Blöcke machen? Ich glaube nicht, ne? Oh doch, geht, super. So, dann nochmal einen Blumentopf. Was hatte ich jetzt noch? Ich finde es gut, wie das von der Länge her hinpasst, dass wir das Haus perfekt in der Zeit hinkriegen. Ja, doch. Weil normalerweise kann man an Häusern viel, viel mehr Zeit verbringen, wie du vielleicht auch weißt. Ja, definitiv, ja. Wochen, Monate, Jahre. Beispielsweise, ja. Hm. An der einen Adventure-Map, die ich habe ja erzählt, ich baue ja mit einem Adventure-Maps. Ja. Da bauen wir seit Mai 2013 dran. Uiuiui. Gut, wir hatten auch eine Pause von ungefähr einem Jahr zwischendurch. Naja, gut. Aber das nimmt inzwischen auch schon Dimensionen an, diese Map. Und sie ist gerade mal so zu 25% fertig, würde ich sagen. Ja. Also, da haben wir noch einiges zum Werkeln. Ja. So, hier hast du Quarz. Ja, sehr schön. Ach, Mann. Für die Crafting-Box muss ich immer runter in die Küche.
Also, was ich auch für eine Macke habe, ich verbaue viel zu wenig Crafting-Boxen. Oh. Das ist schlimm. Ja. Verdammt. Das hilft hier nicht so. Schade. Okay, das sollte gut sein. Ja, hier dachte ich mir dann zu so Kratz. Achso, okay, Labs. Ja. Okay, ja, den kann man eigentlich auch wegpacken. Und dann, Oh, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, du hast mir gemeißelte gegeben. Auch nicht schlecht. Auch schön. Ja. Wie habe ich das denn da gemacht? Oh Gott. Ah ja. Genau so. So. Ah, das ist dann, wenn du aus den Slabs nochmal Blöcke machst, dann kriegst du den gemeißelten. Ah, okay. Ah ja, genau, und jetzt kannst du das da reinsetzen und jetzt haben wir eine Dusche. Ja, sehr schön. Genau, und jetzt hier noch der abschließende Blumentopf. Ja, ich muss nochmal runter. ich hab schon wieder nur die Bricks mitgenommen. Das wäre das Finale gewesen. Ja, es kommt ja gleich. Halt, hier ist noch eine. Okay. So, der abschließende Blumentopf. Hast du noch eine Blume? Nö. Schauen wir mal schnell eine. Hier noch eine schöne, ja, nehmen wir so eine weiße einfach mit. Ja, passt auch zum Teppich. So, für Beleuchtung hast du schon ausreichend gesorgt? Ja, ich hoffe. Sehr Ansonsten werde ich sehen. Und ich setze den letzten Block und das Haus ist fertig. Ja, super. Ich sehe die Blumen schon wieder nicht. Aber ist egal. Passt schon. Ja, gut. Ich stelle sie mir vor. Sehr schön. Ja, super. Ja, echt genial. Also hier haben wir dann Schlafzimmer, Bett mit Kleine Haustour. Ja, Abstellplatz für Kartoffeln und sowas. Hier kann man seine ganzen Kleider reintun und paar Schubladen, Schränke. Ja, super. Schönes Blümchen. Der Teppich ist super. Dann eben hier nochmal so einen kleinen Abstellraum, denke ich, ne? Oder so ein Zwischenraum. Ja, hier nochmal ein bisschen Platz für Kleidung, Kommode. Dann hier durchs Bad. Ja, schön. Dass man auch wirklich nicht vergisst, sich am Abend, wenn man ins Bett geht, die Zähne zu putzen. Ja, das ist das ist sehr wichtig ja für manch einen. Ja, das ist der Nutzen dahinter. Sehr schön. Hier noch ein kleiner Zwischenraum. Ja. Ja, gut, könnte man noch ein Gemälde hinmachen, aber das ist egal. Ja. Und hier die Treppe mit der kleinen Kammer, mit der Lagerkammer. Gefolgt von der Küche, wo man seinen Morgensnack zu sich nehmen kann. Also, wenn man durchs Haus geht, man läuft immer durch die Räume, wo man irgendwas machen muss. In der Früh aufstehen, Zähne putzen, frühstücken. Das ist gut, das wär für mich gar nicht mal so verkehrt. Kann man hier kochen und hier gibt es dann Eingangsbereich, kann man seine Klamotten aufhängen, seine Anoraks und... Genau. Hier ein bisschen lesen. Ein bisschen ist da gut, ja. Wasser aus der Decke. Oh. Das haben wir aber leicht geregelt. Ja, reicht doch schon. Ja, man könnte jetzt noch das Ganze bis hier rüberziehen. Einfach um so ein paar Streben im Raum zu machen. Ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Mache ich gerade noch so ein paar Slabs. So. Ein paar habe ich auch noch gemacht. Muss das Licht leider weichen oder woanders hin? Ja, gut. Ja, sehr geil. Sehr schön und dann hier noch so eine Strebe und dann ist es perfekt. Ja, sauber. Nur mal eine Verstärkung. Ja, Verstärkung, damit hier nichts einbricht. Ja, genau, weil oben drüber ist ja direkt das Schlafzimmer, ne? Wenn da sich dann mal ein schwererer Gast dann hinlegt, So, und dann kann man hier seine Leute einladen und zusammen eine Leseparty feiern. Ja, genau. Eine Jukebox fehlt hier noch. Ja, stimmt. Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? Ja, und dann von außen hat man das. Muss noch ein bisschen geterraformt werden, da braucht man noch ein bisschen Erde, die man da
hinmachen kann, um das ein bisschen hier abzuschließen. Ja. So in der Art hier. Ja, so ungefähr. Einfach ein bisschen was dran. Ich habe jetzt keine Erde mehr. Hm. Und dann wächst es noch mit Gras zu und dann ist das Haus auch super in die Landschaft integriert. Ja, schön, schön, schön. Gehen wir mal so rum. Und dann habe ich mich so mitten in die Welt verewigt. Ja, sauber. Du kriegst ein Fundament. Du bekommst natürlich noch ein Schild, wo du dann natürlich auch deinen Namen draufschreiben kannst, ne, und sowas. Oh, wunderbar. Schild. Ne, da nicht Schild, aber da müssten Schilder sein. Ja, ja, das sind ein paar. 16, 32, 48, hier ein Schild. So, ich bereite mal die Jukebox vor. Ich habe mich eben gewundert, warum ich nicht in den Raum rein kann, aber ja, gut. Wenn man die Tür nicht aufmacht, dann passiert natürlich nichts. Ansonsten können wir die Items schnell wieder einsortieren. Ja, die automatische Einsortierung läuft leider noch nicht. Ich Ansonsten wären wir jetzt wieder am Ende der Folge angelangt. Wie wollen wir das denn jetzt alles abschließen? Ja gut. Also die Jukebox fehlt noch. Dazu brauche ich aber einen Diamanten. Ja. So. Augenblick haben wir gleich. Ja, Plattenspieler, genau. So, ich glaube, oben habe ich noch ein paar Platten. Ja, genau. Cat, 13. Ja, was hättest du denn gern? Cat oder 13? Ist mir eigentlich egal. Okay, also, nehmen wir mal die 13. In dem Soundpack, was ich meistens benutze, also ich wechsle die immer durch, da ist die Musik sowieso angepasst, sodass sich jedes Lied gut anhört. Ah, okay, gut. Und das sind echt schöne Lieder dabei. Ja, in dem Soundpack habe ich das eigentlich auch noch nicht gehört. Stimmt. Ist das auch hier anders? Ich weiß es nicht. Ich könnte aber... Es könnte aber gut sein, ja. Okay. So. Am besten hier hin. Wir sind übrigens gerade bei 17 Minuten, ne? Ja, Augenblick. So, die Musik mal kurz auf Pause gemacht. Lohnt sich nicht wirklich. Ist das normale? Ja, okay, gut. Schade. Naja, okay. Aber eine Folge können wir dann noch dranhängen. Alles klar. Gut, dann machen wir das. Ja. Dann verabschiede ich mich wieder erstmal zuerst. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl, haut rein und bis zum nächsten Mal.